Servus, ihr Lieben. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, auch von hier möchte ich mich natürlich wieder zurückmelden aus der Reha. Wir sind jetzt, beziehungsweise ich bin jetzt wieder zu Hause, habe jetzt auch wieder alle meine Spickzettel parat und ich würde sagen, wir legen hier auch gleich mal los. Das heißt, wir machen hier am Feld 10-11 die Einsaat weiter, werden natürlich auch hier gucken, dass wir so auch hier Licht anmachen und den Grupper wieder starten, damit wir auch unser schönes Feld 17 wieder bereit kriegen. So, auch hier wollen wir auch wieder einsehen. Und ja, ich möchte auch als erstes mal auf den Kommentar eingehen. Ein etwas kritischer Kommentar, der aber nicht ganz zu Unrecht so läuft. Nämlich, ja, also es wurde dann ein bisschen bemängelt, dass es doch eigentlich langsam langweilig wird, weil wir immer dasselbe hier machen. Ja, also es wird definitiv noch eine Erweiterung geben, beziehungsweise einige Erweiterungen. Wir haben ja hier noch ein bisschen was in Planung. Wir wollen ja zum einen die Gewächshäuser noch bauen und es wurde auch ganz deutlich der Wunsch geäußert, dass ich doch auch mal noch eine weitere Fruchtsorte hinzunehme. Ja, das werden wir auf alle Fälle auch machen. Mal gucken, dass wir uns auch dafür dann ein passendes Feld aussuchen. Ich denke mal, wir werden dann auf ein neues Feld langsam hinsparen. Vielleicht das Feld Nummer 12, das ist rechts von dem großen 10-11er, was wir jetzt gemacht haben. Die Zuckerrüben, die wurden jetzt gewünscht. Das werden wir auf alle Fälle in Angriff nehmen. Ich nehme mir jetzt auch gleich mal meinen Stift und schreibe mal hier das Ganze auf. Zuckerrüben. In Klammer Feld 12. Wow, der fährt ziemlich lange gerade. Ich lenke im Moment überhaupt nicht und lasse ihn einfach nur laufen. Finde ich cool. Also von dem Punkt her, ja, auch dieser Wunsch wird natürlich umgesetzt. Ich habe es auch entsprechend im Kommentar schon geschrieben, dass ich das Ganze natürlich ernst nehme und auch umsetzen möchte. Habe ja in dem Punkt auch gar keine Lust, dass das hier in dem Punkt für einige von euch, sagen wir mal, dann irgendwo uninteressant wird und ihr dann irgendwann abschaltet. Wir wollen natürlich gucken, dass das Ganze hier lebendig bleibt und nicht immer nur dasselbe machen. Von dem Punkt her, wie gesagt, ist notiert, wird baldigst umgesetzt. Von den Finanzen sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Das heißt, da können wir auch dann demnächst ein bisschen Gas geben. So, jetzt bringen wir aber erstmal hier noch das mit dem Gras hinter uns, also das heißt mit der Wiese, den Vorrat für die Kühe. Ach, apropos Kühe, bevor wir es mal wieder vergessen, ne? Unsere Folgetierchen wollen wir natürlich noch kaufen. So, das läuft, okay. Dann wollte ich mal kurz in die Statistik gucken, nämlich wie es mit unseren Kühen aussieht. Ja, das sieht schon mal ganz okay aus mit dem Gras. Ich denke mal, den Wagen kriegen wir locker noch als Kuhfutter runter. Danach werden wir dann schauen, wie gesagt, dass wir entsprechend das Silo ein bisschen füllen. Vom Verkauf haben wir ja auch noch ein bisschen was vor uns. Das heißt, da werden wir uns dann auch noch entsprechend ein bisschen orientieren. So, das Erste, woran wir uns jetzt aber orientieren, ist erstmal das Ganze hier wegzufahren. So, ja, dann wurde ich noch zu einem neuen Projekt eingeladen bzw. nominiert und zwar vom lieben MacWurago. Ja, dazu werde ich dann in einem eigenen Video noch ein bisschen Stellung nehmen und werde natürlich mich auch dort beteiligen. Das mache ich sehr gerne. Ist eine Aktion für einen guten Zweck und da werde ich mich natürlich nicht lumpen lassen, also bin natürlich sehr, sehr gerne mit dabei. Und werde da auch entsprechend ein passendes Video dazu mal die Tage bereitstellen. Wie gesagt, ich habe noch viel nachzuholen im Moment, aber das wird definitiv kommen. Das habe ich euch versprochen und dieses Versprechen werde ich auch halten. So, dann kommt dann noch ein bisschen Neues dazu. Ach, da liegt da noch der einzelne Ballen rum, den müssen wir irgendwann auch mal einsammeln. Wie gesagt, neuer Simulator wartet noch. Dann habe ich jetzt ganz kurzfristig noch was Neues und zwar... Ich weiß noch nicht, ob das so 100% klappt, wie ich mir das vorstelle. Meine Freundin, die macht Cosplay nebenbei und hat also jetzt auch so die Idee, dass wir vielleicht dann mal auf die Frankfurter Buchmesse gehen. Die ist jetzt an dem Wochenende, ich glaube vom 8. bis zum 11. oder 12. Oktober. Und ja, sie hat mich auch so ein bisschen das PlayStation-Leben eingeführt. Da wurde ich auch schon gefragt, ob ich davon auch mal Let's Plays mache. Da muss ich mal gucken, weil die PS3, die steht bei der Freundin. Also hier nicht bei mir im Studio. Das heißt, ich habe da gar nicht so viele direkte Möglichkeiten. Da werden wir dann mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Und da spiele ich momentan, ja, ich versuche es zumindest ganz krampfhaft, Assassin's Creed. Den ersten Teil, sie hat also alle Teile. Ich versuche mich da gerade so an den ersten Teil mal reinzufinden. Bin da schon eigentlich mit dem Game fast durch.
aber ich glaube noch nicht mal ansatzweise ungefähr so, wie es geplant war, sondern ich habe mich da einfach ein bisschen durchgemogelt. Und ja, was das jetzt mit der Buchmesse zu tun hat, fragt ihr euch ganz einfach. Und zwar, ja, also da kann man auch als Cosplayer verkleidet hingehen. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen rumgeguckt und werde wahrscheinlich mir das Kostüm von Altair bestellen. Ist nicht 100% das Originalkostüm, sieht aber sehr gut aus. Vom Preis her muss ich mal gucken, weil ihr wisst selber, also die, die Cosplay machen oder die so Kostüme gern mal anziehen, die sind, wenn sie gut gemacht sind, nicht ganz so günstig. Allerdings, ja, wir gucken mal. Also wie gesagt, wir werden heute Abend ein schönes Kostüm raussuchen. Mal gucken, dass ich das pünktlich dann entsprechend bis zur Frankfurter Buchmesse noch habe. Wir werden dann wahrscheinlich für die Leute, die mich vielleicht auch mal live wieder treffen wollen, entweder am Samstag oder am Sonntag entsprechend dort in der Frankfurter Buchmesse kostümiert und mit Kamera natürlich vor Ort sein. Wir werden mal schauen, dass wir da auch ein paar Aufnahmen machen. Ich denke mal, das wird ganz interessant. Die beste Freundin von meiner Freundin ist dann auch mit dabei. Und mal gucken, was sich so ergibt. Ich denke, das wird ganz lustig. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und wie gesagt, wenn wir da ein paar gute Shootings, Fotos oder Videos machen können, ich weiß nicht, wie die Location ist, ich bin das erste Mal dort, dann werden wir da natürlich ein paar Aufnahmen machen und die werde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist schon mal versprochen. Von dem Punkt her könnt ihr euch wahrscheinlich auch dort auf was Neues freuen. Ja, übers Wochenende bin ich jetzt nochmal dicke eingespannt. Da muss ich mal gucken, wie ich das von den Videos hinkriege, ob ich das alles noch so unter einen Hut kriege. Falls nicht, dann wird wahrscheinlich am Wochenende vielleicht nochmal ein ganz kurzer Videoausfall sozusagen sein. Aber ich habe meinen Zeitplan jetzt so schon mal hingedreht, dass es also ab Montag definitiv wieder regelmäßige Videos gibt. Ich habe jetzt soweit alles nachgearbeitet, was noch offen steht. Und ja, wird ab Montag dann wieder mit Vollgas dabei sein, mit vollem Elan, voller Freude, weil auch ich kann es eigentlich kaum noch abwarten, hier die Geschichte weiterzuentwickeln. Viele Kommentare und auch Mods und Ideen von euch von vor meiner Reha und vor meinem Urlaub zum Teil sogar noch dementsprechend hier umzusetzen. Ich habe mir auch alles schön brav aufgeschrieben. Für den Realismus zum Beispiel hat der Martin gesagt, soll ich doch die manuelle Zündung mit reinnehmen. Dann haben wir natürlich immer noch offen stehen den Wool Collector und den Hühnerstall, wo es darum geht, dass ich das vielleicht auch noch mit einsetze. Den GPS-Mod haben wir auch noch mit dabei. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich selber noch kennenlernen muss, entdecken möchte, eine Mod-Vorstellung machen und wenn sie entsprechend für mich gut und geeignet sind, auch hier in das Let's Play mit einbinden. So, hier fahre ich ein bisschen blöd. Da sollte ich mal ein bisschen mehr drauf achten. Also von dem Punkt her wartet noch einiges. Ja, die Autovorstellung geht natürlich auch noch weiter. Ich habe Videos noch aus dem Urlaub, die ich nächste Woche dann anfange nachzubearbeiten, wo ich auch selbst diesmal nicht auf einem Case IH433, sondern auf einem Fendt, ich glaube es waren 309C, also ein bisschen größeres Gerät mit Front- und Heckmähwerk, dementsprechend auch ein bisschen aktiv bin. Von daher, also es kommt noch einiges. Ich muss nur gucken, dass ich das jetzt alles unter einen Hut bringe, so langsam. Ich muss das jetzt so nach und nach abarbeiten. Es wartet sehr, sehr, sehr viel. Ich habe auch schon die nächsten Termine für die Auto-Videoaufnahmen, sozusagen für die Autopräsentation. Einmal Mercedes, zweimal Audi, einmal VW. Da warten also auch schon wieder neue Arbeiten. Ihr seht, es ist viel zu tun. Es gibt, denke ich mal, innerhalb der nächsten Wochen sehr, sehr viel hier auf diesem Kanal zu entdecken. Ich bin, wie gesagt, aus Urlaub und Reha zurück und wieder voll für euch da und werde mich dann ab Montag an die ganze Geschichte ranmachen. So, hier bleiben wir jetzt mal ganz kurz stehen. Jetzt habe ich nämlich sehr viel erzählt. Ich will aber erstmal gucken, wie das alles so aussieht. Denn wir müssen ja natürlich gucken, dass wir hier jetzt so nach und nach das Ganze mal wieder ein bisschen ja, aufgeräumt kriegen, dass wir das alles wieder dahin kriegen, wo es hingehört. Ist natürlich jetzt hier mitten in der Nacht ein bisschen ungünstig, aber ist in dem Punkt erstmal kein Problem. Aufräumen muss aber trotzdem sein, wäre ansonsten doof. Halt, und ich mache schon wieder denselben Fehler. Gut, hier fahre ich jetzt nochmal drüber. Tut mir leid, denn es wurde auch eindringlich gewünscht, dass ich nicht mehr über frisch eingesäte Felder fahre. Seht dies hier jetzt so als das letzte Mal an. Ab der nächsten Runde werde ich dann gucken, dass ich das auch natürlich berücksichtige. Denn ja, wenn man frisch einsieht, fährt man natürlich nicht mit einer tonnenschweren Maschine da nochmal extra drüber und macht wieder alles kaputt. Und von dem Punkt werde ich auch aufgrund der Realität hier gucken, dass wir das Ganze ein bisschen, ja,
real gestalten oder realitätsnah gestalten. Das heißt also auch entsprechend drauf achten. Mal gucken, das sieht gut aus. So, wenn wir jetzt hier runterfahren, ne? Also schön außen am Feld entlang, zumindest dort, wo schon eingesät ist. Und auch wenn das Feld fast erntereif ist, fährt man natürlich nicht quer über den Acker. Auch da werde ich mich die nächsten Folgen ein bisschen mehr dran halten, wie gesagt. Ja, ich denke mal, dann wird das Ganze noch interessanter, wenn man natürlich dann so eher, sagen wir, in Richtung der wirklichen Landwirtschaft geht und nicht einfach gamemäßig sozusagen rein drüber durch, ne, sondern auch das Ganze ein bisschen kombiniert und ja, ein bisschen so sich an die Natur anlehnt, wie es eigentlich in Wirklichkeit auch gemacht wird. Ich glaube, das macht es dann doch ein bisschen einfacher. So, den Knaben fahren wir gleich im Unterstand hinter. Der Grupper ist ja jetzt erst einmal hier passé. So, gut, das heißt, nee, wir machen es auch gleich ganz richtig. Fahren wir nämlich so rum rückwärts rein. Ich denke mal, das macht es dann auch noch ein bisschen einfacher. Können ja hinten das Licht einschalten. Dann sehen wir auch eher, wo wir hinfahren. So, und ich glaube, so passt das ganz gut. Ja, mal ein bisschen gerade ziehen. Wunderbar. Ich denke, so ist gut. Dann haben wir hier noch die Sämaschine. Mal gucken, ist das die letzte Spur, die sie hat? Ja, dann ist die auch gleich fertig. Ist ja perfekt. Da kriegen wir heute richtig viel durch. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann gucken. Der ist fertig. Jawohl, Helfer ist raus. Perfekt. Oh, Moment. Nächste Folge werden wir dann gucken, dass wir das Gras fertig kriegen. Dann können wir sogar die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen und uns dann um den Rest kümmern. Wir gucken nochmal schnell rein. Ihr seht, es ist alles schön eingesät. Feld 16 wird jetzt als nächstes erntereif. Das heißt, da können wir dann entsprechend die Rüben ernten. Und ja, dann gucken wir, wie gesagt, mit weiteren Fruchtsorten. Jetzt wundere ich mich aber gerade, weil der eine Kommentar sagte, ich soll mal ein Rübenruder einsetzen. Ich habe eigentlich ja Zuckerrüben schon. Das heißt, die Zuckerrüben selbst streiche ich, aber trotzdem wollen wir natürlich den Erweiterungsgedanken fortführen, das ist klar. Und auch gucken, dass wir hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Fruchtsorten drin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir können ja auch ganz einfach hier in Silo gucken. Daran sieht man das ja auch am besten. Also Kartoffeln, die sollten wir auch noch mit hinzunehmen. Dann haben wir das auch komplett. Und um das Ganze zu finanzieren, könnte man dann überlegen, dass wir die Zuckerrüben, Weizen und Gerste mit der Zeit vielleicht auch noch ein bisschen verkaufen. So, den Knaben bringen wir jetzt noch in den Unterstand. Das schaffen wir heute noch locker. Ansonsten sind wir schon richtig gut dabei. Wir haben heute viel erreicht, haben im Prinzip zwei Felder komplett wieder fertig vorbereitet. Mit dem Gras sind wir auch ganz gut vorangekommen. Da gucken wir mal, dass wir spätestens in der nächsten Folge auch damit soweit fertig werden. Dann geht es wieder in die reine Landwirtschaft. Dann können wir gucken wegen Verkaufen. Und ich denke mal, dann sind wir auch so langsam an einem Punkt, wo wir ein bisschen wieder an die Erweiterungen denken. Denn wir haben ja immer noch die Gewächshäuser offen stehen, inklusive Zubehör, was wir brauchen. Für das Feld 21 da in der Ecke, wo im Prinzip dann ja, so die hinteren Gebäude des Kuhstalls anfangen. Außerdem wollen wir ja noch testen, wie das mit der BGA ist, mit dem Stroh, dass wir das weiterführen. Da können wir auch uns die Ballen nochmal angucken, ob wir die dann so langsam wegkriegen. Ja, und ansonsten haben wir auch noch natürlich das Feld Nummer 6. Da haben wir 3 Solarmodule bisher drauf. Die könnten wir auch dann erweitern, um ein bisschen Geld zu kriegen. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere Wünsche und Ideen habt, wie es direkt jetzt weitergehen soll, weil wir ja jetzt, sagen wir mal, so die To-Do-Liste zum großen Teil abgearbeitet haben, dann sagt mir das einfach, schreibt mir es mal in die Kommentare. Denn es ist ja ein Spiel, was wir zusammen durchziehen. Und da bin ich natürlich immer dankbar, wenn ihr was dazu sagt und Wünsche äußert. So, wenn wir den kleinen Hoppetatsch jetzt da drin haben, dann sind wir leider schon durch für heute. Also mit der Wiese, das werden wir die nächste Folge dann weiterziehen. Sieht aber bisher ja schon mal richtig gut aus. Bin ich auch richtig froh drum, dass wir jetzt hier so viel erreicht haben. Und ich möchte natürlich auch gucken, dass wir demnächst noch ein paar Felder dazu holen. Was auch noch eine Überlegung ist, was hat man ja auch schon angesprochen, einen weiteren großen Case zu kaufen. Denn mit Feld 10 und 11, da werden wir viel Arbeit haben. Und ich denke mal, das wird auf alle Fälle
dann dementsprechend auch noch ein bisschen Zeit kosten. Denn Feld 10 und 11, ich zeige es euch gerne nochmal, wir haben das jetzt hier eingesät, diese Riesenfläche, da brauchen wir mindestens mal 2 Mähdrescher, um das gescheit abzuernten. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wollen wir uns dann vielleicht das Feld 12 als nächstes kaufen? Oder wollen wir richtig dick Arsch ummachen, ein bisschen Geld sparen und hier das Feld 18 holen, dann hätten wir die gesamte untere Ecke für uns schon mal. Feld 6, wie gesagt, sind ja die Module drauf. Da warte ich aber mal auf eure Ideen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.